liebe Leute, weiter geht's. Danke fürs Angucken der nächsten Folge. War das hier im Auftrag des Königs? Ich habe jetzt gerade hier bei der Diosim Hill die Goblins hier, da habe ich jetzt zerstören können, beziehungsweise umnieten können. Ich befinde mich hier in so einem richtigen Dickicht. Und irgendwo habe ich Wölfe gesehen noch. Das war in der vorigen Folge. Die waren nämlich an dieser Stelle hier. Und jetzt nicht mehr. Weiß der Geier warum. Oh, hier geht's irgendwie in so eine Talsohle rein. Mit ganz viel Farn. Vielleicht soll die irgendwann mal... Ach, da oben sind Wölfe. Und da oben habe ich noch zwei Steinhaut-Molarets mit Pfeil und Bogen eliminieren können. Die habe ich aber noch nicht tranchiert. Nein, da sollte ich noch mein Tranchiermesser mal holen. Aber bevor ich das mache, erstmal ein bisschen was mampfen. Und da unten bewegt sich was. Was? Oh, ach, da kommt, ich bin jetzt so überwältigt, da kann ich noch nicht mal reden. Da bekomme ich meine Federn her, weil das sieht nämlich nach Snapper aus. Ja, natürlich. Aber was sind das für lustige Waldscavengers? Snapper, sage ich schon. Waldscavies? Gucken. Oh. Perfekt. Puh, achso. Okay. So, auch dieser Waldscavenger dürfte doch ein bisschen... Trauerbeißer. Ach du liebes bisschen. Den habe ich da unten am Strand schon gesehen. Nee, das mache ich lieber nicht. Sonst gibt's. Sonst gibt's Klitsche. Nicht zu plündern. Ah ja, die Truhe, die wollte ich ja nehmen. Nein, man kann im geknieten Zustand die Truhe nicht speichern. Also nicht speichern, wenn man da in Aktion ist. Dann gucken wir mal. Okay, abgebrochen. Aha, okay. Wie viele Dietriche habe ich eigentlich noch? Sorry, ich habe nichts mit Aufschreiben oder sowas. Das mache ich höchstens, wenn es wirklich echt total lange Kombinationen sind. Moment mal, die Dietriche waren im Original immer ziemlich weit unten. Und die sehen auch anders aus. Ja, 9 Stück. Okay, da okay. Ja, grauer Beißer. Mhm. Möchte aber hier oben hoch, damit ich noch an die beiden Steinmolarets komme. Und zwar sehe ich hier die Möglichkeit. Und Bumsfalle. Liebes Läschen. Oh. Ja, da sind's. Oh Mann. Ich muss was essen. Oh nein. Was mache ich jetzt? Oh, hier geht's steil runter. Mal gucken, vielleicht kann ich ja. Mach dich fertig. Ja, mach mich auch noch fertig. Ich mach dich gleich mit fertig. So, also erstmal was essen, bevor ich hier risikomäßig da. Jetzt weiß ich auch, warum die beiden Wölfe da so positioniert sind. So, auf ein neues. Jetzt weiß ich auch, warum die Wölfe da an dieser Stelle genauso positioniert sind, damit man denen direkt in die Arme läuft. So, wo waren sie? Ja, da hinten. Guck, vielleicht komme ich ja hier so hoch. Nein. Hey! Die mampfen da was. Okay. Das geht ja. Das geht oder geht's nicht? Große Frage. Ah, das geht mal eben gerade eben. So, und hier müssten eigentlich noch die Molarat-Leichen liegen. Aber was ist hier? Ängstliche Wanderratte. Die habe ich aus Versehen nicht mit. Zu holen. Ach nee, an der haben sie rumgeknabbert. Nicht zu plündern. Ängstliche Wanderratten. Oh, hier haben wir Kohle.
Okay, ein bisschen Quarz, Halbedelsteine. Da war das. Okay, das sind die Wanderratten. Irgendwas hier hinten noch versteckt, man weiß es nicht. Gut. Lass uns Fleisch essen. Ich höre wieder Gobos. Speichern. So. Natürlich sind meine beiden Fleischvorräte hier weg, die ich erledigt hatte. Toll. Finde ich nicht gut. Neu geladen und jetzt sind sie weg. Ich habe sie noch gar nicht. Oder war das hier? Nee. Ich habe sie nämlich noch gar nicht. Ich habe sie zwar umgebracht, aber ich habe sie nicht sezieren können. Warum? Braucht der so lange? So, hier ist auch... Ah, von da oben kann man die Banditen eventuell natzen. Oh, oh, oh. Da oben zappeln wieder ein paar Gobos rum. Da ist noch was. Da kommt er runter. Hat sich verletzt, der Arm. Hat sich einfach so verletzt. Ja, das wird hier wieder auch wieder lustig werden. Oh, die kommen auch gleich hinter mir her, die Gobos. Oh, das sind alles Schwarze, ne? Uah. Ja, 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 ist ja gut. Oh nein. Oh, da kann ich nur den Tipp geben, gegen die meisten Golems helfen nämlich nur stumpfe Waffen und besondere Zauber. Und man sollte natürlich nicht in Panik geraten und in irgendwelche unbekannten Stellen laufen. Ach, die kommen auch so automatisch auf mich zu. Oh, ja. Mit dem kann ich es nicht aufnehmen. Nö, kann ich nicht. So, dass diese quasi erstmal in die Richtung gehen. Bevor ich da noch anderes Gezücht anlocke. Hier bin ich ja hergekommen. Hier wollte ich hochgehen. Ging aber nicht so pralle. Gucken. Wo ist denn jetzt hier? Mann. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, jetzt ist der graue Goblin nicht hinter mir hergegangen. Warum denn nicht? Ach, da, weil er Moonwalk macht. Okay. Wo sind die anderen? Jetzt haben die anderen sich versteckt. Ihr macht echt, was ist denn da hinten? Ach, Blutfliegen oder sowas. Wow. Da haben wir ein bisschen hier für Platz gesorgt. Aufregend hier. Nicht zu holen. Oh, da hat er mich von oben genutzt. Na los, komm. Mann, oh Mann, oh Mann. Here we go. Und ein bisschen was futtern. Was haben wir denn hier? Ach, Brote. Mann, oh Mann, oh Mann. Ob ich diesen ulkigen Turm hier bezwingen kann? Ja, das ist ja kein Turm, es ist ein Felsen. Ich höre doch die ganze Zeit irgendwen. Aber ich sehe die nicht. Ach, da unten! Nur das... So, gleich weg hier. Glaube ich, mach mal Pause jetzt. Oder? Waffenruhe.
Ah, die sind dahinter. Diese Heinis. Das bringt doch alles nichts hier. Okay, vielleicht lassen wir sie ein bisschen zerstreuen. Oh, du liebes Bissen. Hey, okay. In den Abgrund. Herrlich. Los, trinken. Los, speichern. Leute, die Goblins, die sind ja echt sowas von lustig. Und von hier oben ist es reichlich müßig. Ja, die haben ja aber auch eine Motivation, hier hochzukommen. Die haben sie aber auch, die Motivation. So, da haben wir noch einen. Okay. Da hinten ist noch einer. Oh, war ja erstmal speichern. Hallo, Goblo. Ja. Die sind zu weit weg, die würde ich nicht treffen können. Beziehungsweise nicht, Hey, ich habe ja lange Arme. Okay. Ja, dann kommt her. Ich habe ganz lange Arme, dann kann ich auch von unten aufheben. Ich fasse es nicht. So geht's nämlich auch. Deswegen heiße ich auch nicht zu holen. Fernwaffe. Da ist nicht zu holen. Oh, da ist noch einer, den habe ich noch nicht. Nicht zu plündern. Ja, mal ganz vorsichtig. Da ist nicht zu holen. Nein, hier. Nicht zu holen. Nicht zu plündern. Moment mal, es müssen noch vier liegen. Und dann habe ich ihn wahrscheinlich schon. Ja. Jetzt gehen wir mal hier den offiziellen Weg nach oben. Wölfis. Ah, das ist echt hier. Oh, spannend. Oh, bitte trifft doch mal hier was. Immer so knapp. Nee, nicht speichern. Ich wollte was essen. Mein Gott, bin ich durcheinander. So, was essen wir mal hier? Ein Bier. Mana-Bonus, ein Bier. Okay, wollen wir mal ein Käsebrötchen essen hier. Was ist das? Eine Kartoffel. Naja, die bringt ja nicht viel. Okay, wir haben noch ein paar Heilgeschichten, Heilpflänzchen. Ach, Leute. Ja, die werden wir ganz bestimmt noch irgendwo finden. Ganz viele. Ja, weiter geht's. Oh, ja, wo bin ich hier? Ein Felsengekarge hier, okay. Hier geht's noch weiter hoch. Da oben ist was. Sind das eventuell... Das sind Blauflieder oder sonst irgendwelches Zeug. Aber ich bleibe erstmal auf der Seite. Weil ich wissen will, was sich hier noch alles verbirgt. Und zwar ein umgefallener Baumstamm. Der mir sagen will... Junge, geh doch mal hier rüber. Da wirst du deine... Genau. Und zwar... Sicherheitshalber im normalen Gehschritt. Und wir gucken, was es hier gibt. Hier gibt's nichts. Vorerst. Und dann hier Sackgasse. Ha, ha, ha. Sehr lustig, sehr witzig. Oder? Aha, Moment. Ja. Oh, Tränker ruft. Blauflieder. Ah, das ist aber noch hier nicht. Was ist denn das? Für ein Geräusch? Hilfe. Naja, ambient.
Irgendein Ambient ist das hier. Aha. Kommt von dem Baum oder was? Ich bin jetzt echt verwirrt. Hier quatscht doch was. Seh nix. Kann das sein, dass irgendwie so eine Harpie oder ein Vogel hier im Baum ist? Nee. Warum? 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 Ich meine, vor geraumer langer Zeit mal hier eine Quest gelöst zu haben. Boah, Alter. Oh, nee. Das war knapp. Das war echt knapp, war das. Okay, gehen wir wieder zurück. Wo waren wir hier schon oben? Nee, da komme ich nicht hoch. Gehen wir mal hier rum. Nee, hier ist ja sackende Gasse. Hier ist Sackgasse, hier komme ich nicht weiter. Also müssen wir unten rum. Oh, schroffe Felsen. Gruselige Geräusche. Hier kann man auch noch hochgehen. Ja, genau, da sollten wir mal mit dem Kopf in die Wand gehen. Oh, hier ist noch ein Plateau. Mann, ist das spannend. Oh, ja, nee, da unten, unten. Und da ist was. Ich weiß, da muss was sein. Wenn es nicht ein Tier ist. Nö, hier ist nichts. Gucken wir mal. Ist was? Hier im Dickicht? Ist hier was? Hallo? Wenn er hier, kann er da? Okay. Mann. Also, wo bin ich? Das ist ja noch verwirrender als überhaupt. Nach Tamora. Ja. Ach, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Bin ich nicht von hier mal gekommen? Ich weiß es nicht. Boah, was ist das denn hier für ein... Ich will doch nicht wieder zurück nach Tamora. Erstmal gucken, was es auf der anderen Seite gibt. Ah, und die Zeit vergeht. Und die Zeit vergeht. Und ein Wolf vergeht gleich auch. Und zwar ein wilder Wolf. Und tschüss. Und da hinten sind noch mehr Gobbies. Oder so. Okay, rutschen wir mal runter. Ja, brauchst du... Oh, hallo? Ah, da kommt runter. Okay, wilder Wolf. So. Da muss doch noch irgendein Wolf sein. Ach, da ist er noch. Da ist eine. Da ist Wolfgang. Der Goldene. Da ist er gut. Okay, hat mich zwar sehr dick geklatscht, aber wenn ich so viel ausgemacht. Gehe ich recht in der Annahme, dass da ein Loch im Felsen ist? Ach, hier bist du echt vor jeder Überraschung nicht gefeit. Mann, oh Mann, oh Mann. Also Tamora, jetzt weiß ich auch, warum es damals meine Lieblingsinsel war oder auch ist. Weil es hier so total durcheinander ist. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob ich hier schon drauf war. Okay, hier gibt es wieder so Treppenstufen. Sollte schon hier... Oh, Laub. Hier war ich noch nicht. Aber lauter Laub und Baumstamm. Das finde ich gut, dass man hier auch ein bisschen Laub liegt. Und wenn wir uns angucken, was hier für ein Gehölz steht, ist ein Nadelgehölz. Okay, und ein Dunkelpilz. Okay, Nadelgehölz. Feuerkraut, okay. Nadelgehölz und Laub.
altes Laub auf dem Boden. Naja, kann ja sein, dass irgendwie ein starker Sturm... Na, komm mal hoch. Ein starker Sturm von den umliegenden Laubwäldern, Laubbäumen, was hier hergeblasen hat. So erkläre ich mir das mal vom Design her. Ja, das ist so. Das ist bei mir so. Da achte ich schon auch so ein bisschen auf Details. Ja, oh. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon. So, wo geht's denn hier? Ah ja, genau. Nein! Oh! Das meine ich. So, hier ist nochmal der Aufruf, über den ich immer noch mich frage, was der bedeutet. Was bedeutet das? Tolle Nummer, jetzt kann ich die... Oh. Jetzt kann ich da wieder hochgehen. Und dann... Oh. Hier gucken, was es gibt. Hier gibt es nichts. Ja, diesmal zeige ich auch meine digitalen Tode. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, so von wegen, naja, kannst du auch rausschneiden, rauslassen. Aber wieso sollte ich das? So, wo ist denn jetzt diese Feuer? Wo ist das Feuerkraut? Habe ich das schon? Da ist es. Okay. Oh, hier kann man auch hoch. Schöne Aussicht. Na, hier war ich doch. Ich gehe den gleichen Weg. So, aber jetzt nicht den gleichen Weg hier runterstürzen. Das ist jetzt für mich ganz wichtig. So. Vorsichtig. Okay, das geht. Ja, das ist mir zu hoch. So, dann kommen wir hier runter. Und gucken, was es hier gibt. Ich habe völlig die Orientierung verloren, Leute. Völlig. Da hinten ist auch noch ein Plateau. Da sehe ich nichts. Ferngläser gibt es wohl hier noch nicht. Oh, da hinten schweben wieder die Palmen. Die wedeln da oben so rum. In der Luft. Das ist kein Fehler. Die werden bestimmt noch eine Funktion haben. Wie bei dem Schiff damals. Nur ich habe halt eben meine Rendersicht ziemlich auf... Achso. Ziemlich weit guckend gestellt. Hä? So, wo ist jetzt hier die Logik? Ich sehe hier keine Logik, dass es hier weitergeht. Nur irgendwie höher. Nee, 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 nee. Okay, gehen wir hier wieder runter. Brauchen wir also hier auch nicht weiter. Und wieder hier durch das Loch im Fels. So. Gab es hier einen Handweiser? Hier geht es immer nur nach bergab. Ja, sorry. Genau, ich war ja hier bei den Wölfen. Jetzt muss ich mich nochmal reorientieren. Da war... Ach ja, richtig. Da ist der Baumstamm. Hier sind wir ja hoch. Gegangen. Hier hatten wir ein paar Wölfe genatzt. Und auch Gobos sind hier im Anmarsch. Nein! 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 Wie viel sind's denn? Das sind mehr als ich dachte. Schwarze. Oh Mist. Oh Mann. Glücklich. Nicht zu plündern. Nicht zu plündern. Und Pilzchen. Wo. Nee, ich. Hier sind wir erstmal was essen, Leute. Und hier gibt's noch was Leckeres. Ja, die haben immer Fische dabei. Vielleicht esse ich nicht mal einen schönen, schleimigen, glitschigen Fisch. So. Jetzt wird es wieder dunkler und Felsenforschung. Blauflieder.
wo lang? Moment mal, wo ist denn dieser Baum? Ach ja, da ist dieser komische karstige Baum gewesen, wo diese komischen Laute hergekommen sind. Und hier... Also, ich glaube, ich bin jetzt im Kreis gegangen. Kommt das hin? Nee, kommt nicht hin. Und ich will auch nicht... nochmal von dem angeknabbert werden. Was versteckt sich hier noch? Leute. Okay. Oh, schöne Aussicht auf Moor, die Stadt. Weidenbeere. Weidenbeere. Noch eine Weidenbeere. Wie viel denn noch? So viele Weidenbeere. Goblinbeeren, hey. Und schaut mal da, da sind die Orksöldner, die da so lustig vor sich hinsitzen, am warmen Lagerfeuer sich wärmen. Was war das? Habt ihr das gesehen? Ich mach mich noch über die Orksöldner lustig und da war der Schattenläufer. Okay, dann bin ich an der Stelle. Ach ja, und hier von hier oben komme ich auf diese Holzruine da. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, liebe Leute. Es ist so... Oh, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Wie soll ich die Folge jetzt benennen? Ja, jetzt bin ich wieder hier. Gut. Also, ich glaube, Schattenläufer kann ich noch gar nicht. So, hier sind wir ja die mit den Wölfen da, ne? Genau, richtig. Gucken wir mal hier. Genau, das dürfte ganz smooth gehen. Jetzt sind wir wieder hier mitten im Farrenfeld und da hinten war ja auch noch was. Und zwar gibt's graue Beißer. Und ob ich mich von denen beißen lasse, liebe Freunde, das seht ihr in der nächsten Folge. Also, schreibt einen Kommentar und einen schönen Daumenabdruck hinterlassen. Und ich sage tschüss, macht's gut, tschüss.